Ich musste echt überlegen, wo ich war. Willkommen zurück zum Probenlager. Yay! Hier bewahre ich meine ganzen schlechten Aufnahmen auf. Habe ich den beim letzten Mal schon gebracht? Wahrscheinlich ja. Neben den ganzen ausgestopften Tieren und meinen, meinen ausgestopften Träumen und all dem anderen Zeug, was man ausstopfen kann. So, ich bin ja immer noch hier und ich habe tatsächlich komplett vergessen. Und da wurde ich nochmal dran erinnert, dass ich ja das eine Schwert hier eigentlich ausrüsten wollte. Eigentlich. Meteorklinge, Melinias Hand. Das hier tatsächlich. Blutige Ströme. Das gute Schummelschwert löst Blutverlust aus für 51. Warum denn genau 51? Ist das normal? Geil, das hat 51. Einfach nur um eins mehr zu haben als die anderen. Ja, außer hier. Achso, Vergiftung. Ja, das hier nicht. Ha. Guck mal. Löst Blutverlust aus 45 und hier haben wir 51. So, bitte nicht wundern, Stimme ist immer noch im Arsch. Ich war nämlich erkältet und ein ganz großes Bedauern hier in die Runde. Oh, das interessiert ja wirklich gar keinen. So. Boah, ich würde ja wieder gerne sagen, mach ich später, aber später, Peter, ist immer schlecht. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal, dass ich das Schwert für den Moment ausrüste. Ich muss es auch hier und da so ein bisschen verrufen. Also im PvP vor allem, aber ich habe ja auch... Oh Gott, kann ich mich da jetzt festschreiben? Nicht vor, das im PvP zu verwenden. Hält das sich eh nicht dran, danke. So. Wo wollte ich denn hin? Gott, wo wollte ich denn hin? Wo wollte ich denn hin? Ort der Gnade. Nein, Kartenmenü. Zwischenland. Zwischenland. So. Ich wollte mich dahin. Und irgendwie irgendwas irgendwo kaufen. So. Ich will nämlich das Schwert hochleveln. Das Problem ist, jetzt hätte ich ja... Ach, das Scheiße, das war ja das andere. Jetzt wollte ich ja rechnen. Okay, so, willkommen im Menü. Eine weitere Session zum Menü. Blutige Ströme, Katana, Schnittstich, Laserbus. Boah, was steht da? Blutiger Metzler, ne? Das ist die Fähigkeit. Nice. Was für die Kleinen. Ja, was ist so in so einer Kelloggs-Packung oder so, so als Goodie. Wenn sie da überhaupt noch was reintun. Damals war da immer was Tolles drin. Jetzt ist da leider nur das... das unwichtige Müsli drin. Oder die Cornflakes oder sonst irgendwas. I see. You're here for some spirit tuning. Oi! Entschuldigung. Geisterstimmung. Ja, ich wollte nämlich tatsächlich die... Asche der Wanda... Was bitte? Ja, da wurde ich auch drauf hingewiesen, dass ich doch mal die Träne tatsächlich aufrüsten kann. Ja, das da hätte ich dran denken können, habe ich aber nicht. So. Ich werde erstmal hier meine ganzen wie heißen die Kriegergefäße aufmöbeln. Große Gräbertalilie. Yo, so, damit ich die wären es Flaschen, könnte ich das besser sagen, die besten Flaschen der Welt dabei haben. Okay, was haben wir denn hier noch? Wir haben... Cool. Asche der Großschildsoldaten. Kostet allerdings FP. Mist. Ja, ich kann ja hier auch die Träne aufmöbeln. So, und alles andere braucht... Leider. Irgendwas anderes. Nämlich FP anstatt LP. Ich würde das gerne in LP bezahlen. Einfach so. Ich habe eine Frage. Wieso habe ich denn die... die Imitator-Träne, die kann ich... Hey, hab ich die schon mal aufgerüstet oder nicht? Keine Ahnung! Ja, weiß ich nicht, okay. Ja, scheiß drauf. Achso. No. Verstärken. Let me verstärk that for you. Warte kurz. Hätte ich auch ausrüsten können, aber naja. So, dann blutige Ströme, ja, Dunkelschmiedestein, stimmt, das brauche ich dafür. Davon sollte ich eigentlich noch genug haben. Geil, ich habe immer mehr. Dunkelschmiedestein 4, da habe ich 16 von. Nice. So, dann haben wir noch Nummer. Da sollte ich so ein oder zwei noch im Inventar haben. Uralter Drachen, Dunkelschmiedestein. Diesmal ohne Sprachfehler. Nicht so, als ich den Flammendrachen-Talisman oder sowas vorgelesen habe. Dran, Drachen, Flammen, Talisman oder irgendwie irgendwas.
Drachenflammen-Urgesteins-Talisman. Okay. Das war erfolgreich. So, jetzt kann man ja mal eben Kopf rechnen. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, was haben wir denn hier? Ungefähr 370 oben. Oh, rechnen kann er noch, sehr schön. 360 und 230 unten. Ist richtig, ne? Sonst muss man natürlich noch behalten, was man da gesagt hat. 670 sind... Boah, Kopfrechnen. Hätte ich das mal gelassen. Oh! Also, hey, jetzt löst das schon mehr aus. Blutverlust 52. Lenkt die Leute ab. rechnen, wir brauchen das schon. Okay, kann ich das nicht irgendwo... Boah, Junge. So, das sind 300, was hab ich gesagt? 370, ne? So, plus 30 sind immer noch 400. Letztes Mal, als ich nachgeguckt habe, war das noch richtig. So, plus 200 sind 600. Und kritisch zählt ja, glaube ich, nicht. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz auf die... Was habe ich jetzt gesagt? 600, ne? So, 600. Da ist das schon mal drunter. Malenias Hand. Shame. Und so Pi mal Handwerker Daumen, da wird das... 500. Alter, das ist viel krasser. Da bringt noch mal fast 100 mehr mit. Außer ich bin gerade richtig hart zu blöd zum Rechnen, aber, nee, wahrscheinlich nicht. So, 600. Rechnen wir mal eben. Kurz Mathekurs nachholen. 400, also 500, genau. Plus 200 sind 700. Etwas drüber. Geil, da macht das sogar noch mehr Schaden als das hier. Aber das hat mehr Blutverlust. Pleasch. So. Das Pleasch wurde gepleascht. Das heißt, Melenias Hand muss ich dann leider weglegen. Ich hantiere nicht mit den Händen anderer Leute. So, und nehme das hier mit. Yay. Die Frage ist, möchte ich das eher so als Hauptwaffe oder so als Nebenwaffe nehmen? Boah. Das macht jetzt ja auch nicht wenig, ne? Also Blutverlust ist ja schon nice. Ich benutze ja meistens eh beides. Naja, das macht ja mehr Schaden, ne? Aber das baut auf Arkan. E und B. Boah, keine Ahnung. Ja, komm, ich tausche das mal. Kann ich das nicht einfach hier tauschen? Wäre das nicht einfach... Das geht sogar. Nice. Ja, cool. So, habe ich das rote Schwert und das Beischwert, mit dem ich andere Leute mit Gravitation bewerfen kann. Okay. So, genug geplappert. Genug geplant. So meine ich. Ich wollte... Dann wieder Lagerhaus. Ne, dritter Stock, ne? Ah, Wiederbelebung nach dem Tod. Ob ich das jetzt vorgelesen habe. Probenlage. Boah, sieht richtig, richtig fancy aus. Sehr schön. So, das kann. Das war nicht der Knopf. Okay, und das war scheinbar irgendwie die Attacke, die, Achso, das kann man die ganze Zeit, genau. Das ist irgendwie so eine Attacke, die wohl online sehr verpönt ist. Ich glaube, ich wechsle das später einfach. Ich mache einfach so aus Prinzip so, dass ich dann das Gravitationsschwert nehme. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Habe ich hier irgendeine Notiz gefunden oder so? Kann ich dann nochmal den Sir Ansbach? Sir Ansbach, uralt. Nochmal kurz kontaktieren, konsultieren. Wie ist er hier hingekommen? Hä? Achso, hier ist auch. Achso, okay. Habe ich mich wieder umsonst gegruselt. Scheiße, nicht jetzt. Jo, der brennt direkt. Ja, verlaufen. Falafel. Mal wieder falafeln. Ja. Mein Gott. Mal umbringen hier. So, was war der denn? Ah, wisst ihr, was das Dumme an der nicht vorhandenen Orientierung ist? Das ist so ein bisschen wie hier, wie heißt das nochmal? Hier,
Alzheimer, genau. Die Alzheimer. Ey, hören Sie jetzt auf! Sie ist immer neuer Ort, ne? Eine schlechte Orientierung ist quasi das Alzheimer der Orientierung. Was denn? Vielleicht. Für den nicht mehr. So, damit wir das jetzt, oder nachdem wir das jetzt festgestellt haben, frage ich mich immer noch, warum ich hier nicht den Hebel gefunden habe. Da gibt es nämlich irgendwas umsonst. Und wo es Sachen umsonst gibt, da bin ich meistens dabei. Außer es handelt sich dabei um Backpfeifen. Okay, eigentlich will ich ja gar nicht die Leute verprügeln, ich möchte ja eigentlich weiterkommen. Da steht er. Moinsen! What could they possibly have in mind for Lord Moog's remains? The implications are rather unnerving. Unnerving. Den musste ich doch. Und dann Vorsicht vor Schwertkämpfer, okay. Oder habe ich dem das beim letzten Mal schon gegeben? Boah. Da frage ich wieder nach Dingen. Ja, da geht erstmal mein Handywecker los. Ey! Handywecker. Nee, das andere, Smartwatch. So verwöhnte Menschen, die so eine Smartwatch, Smartwatch haben. Das ist richtig geil, weißt du, du kannst ja richtig viel machen mit so einem Teil. Und davon nutzt du dann am Ende des Tages effektiv so gar nichts. Ich durfte feststellen, dass ich die seit Januar offenbar nicht mehr geladen habe. Und ich musste dann irgendwie für das jetzt vorübergezogene halbe Jahr ja komplett ungeladen getragen haben, also richtig professionell. Boah, jetzt weiß ich nicht, wie man da unten den. Gibt es da einen Hebel für? Jetzt wahrscheinlich. Suche ich dann aber später. Der kann hier überall sein, bis ich den jetzt hab. Ich würde ja auch gerne mal ein paar Meter machen. Ist das wieder zu offensichtlich? Scheiße, wo war denn jetzt die? War ich da schon? Ja, komm, bevor ich jetzt hier irgendwas vergesse, schnitzel ich nochmal eben durch so ein paar Leute durch. Na, was man halt macht, wenn man sich nicht mehr orientieren kann. Ich finde das cool, dass die Leute anfangen zu brennen. Ja, die finden das wahrscheinlich nicht so cool, aber. Ja! Hören Sie jetzt auf. Mensch, irgendwann nervt das auch. Ha! Au! Das ist immer das Problem, wenn du den Leuten so lange Waffen gibst. Oh oh. Ja, keine schlechten Sprüche bitte, warte. Geil, wie der kontert. Ciao. Oh, 8000 nehme ich aber echt gerne. Jo, warte mal, nicht Bestienhorn. Mal eins. So, ich habe mir sagen lassen, dass hier irgendwo ein Hebel ist. Ja, okay, habe ich nicht, aber man wird ja hoffen dürfen. Wird doch mal hoffen dürfen. Wieso kann ich da nicht durch? Oder komme ich da später noch hin? Ach, das kann sein, dass man. Ja, so eine Abkürzung dann freischaltet, ne? Stimmt. Da hab ich gar nicht dran gedacht. Da war doch was. Schaltet ja auch bei Elden Ring gar nicht mal so viele Abkürzungen frei. Ich muss gerade echt überlegen, wo eine war. Ich meine, am Anfang da in dem. Also in den Legacy Dungeons und so. Nein, ich wollte dich gar nicht angucken. Ach, hör auf. Ja, genau. Oh, oh. Ah, die sind immer besonders nervig. Weil die rot gekleidet sind. Wie toll ich tanzen kann. Au. Shit. Ach, come on. Das ewige
rausholen. Ah, genau, töte mich am besten noch. Nein, der weicht aus! Ja, könnte noch klar, triff mich noch ein paar. Ja, sicher! Töte mich ja. Ist das dein Ernst? Ah, mich totgedreht. Ah, peinlich! Gut, dass das keiner auf Video hat. Gruppenpasswörter, ja, cool. Oh Gott, pass auf. Das ist anders. Dann mache ich das anders. Gehe ich nämlich jetzt hier lang und falle einfach runter. Oh shit, da kann ich echt runterfallen. Nein! Wie komme ich denn da hin? Ach Mist! Meine ganzen scheiß Runen da unten. Oh. Ja, komm, hier auf den falle ich jetzt nicht drauf rein. Nicht schon wieder. Ich will ja echt gar nicht kaputt hauen. Ich will einfach nur meine scheiß Runen jetzt haben. In diesem gottlosen Spiel. Ich muss mich aber jetzt leider gleich an dem rechnen, sonst geht das nicht. Nein, lassen Sie mich doch durch. Sie kennen das. Ich will einfach nur mal ganz kurz durch eine Bibliothek laufen. Und werden mal wieder von den Bibliothekaren angegriffen. Völlig normales Phänomen. So. Alter! Mann, ich sehe dich vorher! Dieses Drehen, ne? Ich nehme mich gleich auch. Jetzt zieht er mich schon wieder. Ja, ich würde mich noch ein paar Mal drehen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Jetzt tötet er mich schon wieder? Nein! Gott, das ist meine Nemesis. Er hat auch zwei Waffen. Ja. Ja, Meter, die ich heute gemacht habe, gar keine. Und der ist dran schuld. Rüstung der Schattenmilizionäre. Die berühmte Richtigen. Ah, machst du nix. Ha! Kann ich wenigstens noch ein paar Runen sammeln, bevor ich wieder oben an dem elendig verrecke. Ja! Nein, jetzt sind die da. Pass auf. Wie seht ihr den doch an? Oh, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn einfach. Ja, ich würde... Und mich hasse ich auch, weil ich nicht ausweichen kann. Ja! Ey, ich schwör's, das ist der. Das ist Secret Endboss. Oh. Hier muss leider auch noch vorbei, so, wo bist du denn? Ah. Ja! Schauspielkunst sehr effektiv, die Doppelrolle. Na, wo bist du denn hin? Ja, geh mal nach unten. Da gibt's keine Gegner wie mich. Da hast du doch nicht so viel Spaß. So. Ah, easy. So, vielen Dank. Oh, Schmiedestein. Okay, genug Zeit vertrödelt. Wie komme ich denn da hin? Ja, wahrscheinlich dann eher durch dieses draußen. Hm,
Aber ich schummel einfach. Ja, ne, mal eben so 20 Minuten lang weggetrödelt. Ah, endlich wieder draußen, endlich wieder frische Luft. Sturmfalkenfeder. Schatz, es regnet schon wieder Asche. Och nee. Ja! Der heilige Kreis, ey. Der Ring of Fire greift mich an. And it burns, burns, burns. Aua, ja. Sag ich doch. Boah. Es gibt immer noch, ne? Wie heißt das Sprichwort? Es gibt immer noch einen nervigeren Fisch. Und das ist er. Nein, sag nicht, das ist wieder so einer mit... Hören Sie doch auf! Legen Sie doch bitte die... Ja. Das ist so geil, wie er da oben steht einfach. Sich da einfach nicht vom Fleck bewegt. Drecksack. Ich habe meine neue Lieblingsfeinde gefunden. Jemanden, den ich hassen kann. Schau. Aha. Schwarzer Feuerfalter. Darauf erstmal einen Schluck Diesel. Fleck berühren? Nee. Springen voraus benötigt. Ja, Dinge, die ich heute... Moment. Hey, er hat recht. LOL. Ich dachte, der verarscht mich, aber da geht's echt lang. Achso, und sonst komme ich da nicht hin, ne? Ja, komme ich da nicht von hier aus hin? Nee. Als ob! Kann ich El Horso einsetzen? Das war nicht das Horse. das reicht doch nicht, oder? Easy. Wusste ich. Ich wusste, dass das reicht. Ich hab's immer gewusst. Erstens hin. Zweitens, Schattenreichrune. Sehr schön. Springen versuchen. Ach, da geht's noch weiter runter, ne? Ja, no. Okay, nochmal falle ich da nicht drauf rein. Da kann ich gleich hoch. So, hier gibt's schon wieder einen, der mich umbringen möchte. Da nicht. Ach. Ein Stoß, da ist eh nix. Wertvolles Objekt voraus. Please. Geheimritus Schriftrolle. Das ist doch das, was der Kerl sucht, oder? Erfahrt vom geheimen Ritus des göttlichen Tors. Okay. Na dann erfahre ich mal. Eine Schriftrolle aus weißer Baumrinde. Nur wenige können die Schriftrolle entziffern, die das geheime Ritual des göttlichen Tors enthält, das im Schattenturm zu finden sein soll. Ein Fürst wird die Rückkehr eines Gottes einleiten. Die Seele des Fürsten wird ein Gefäß bemüht. Okay. So viel dazu. Ich fühle mich gerade ungebildeter als vorher. Heilig sichere eingelegte Leber. Leber. Leber oder Leber lassen. Wie es so schön heißt. So, und dann... Guck ich mal eben, ob das wirklich das Teil war, was der. Wer ist er nochmal? Der Spiritus-Mensch da. Wer ist er denn? Ansbach, danke. Ey, das ist der Flechti. Nice. Die Eselsbrücke hilft echt. Nein. Ach, der hat mich wieder vergessen. Ansbach, uralt. Nicht im Gift stehen. Gift ist böse. Moment, wo muss ich denn da, ne? Nein, ich muss doch zu dem Ansbach. Ansbach! Moin. What could they possibly the implication? Der wird das echt haben. Geheimritus Schriftrolle überreichen.
Yes. Yes, I should have known. Even the truth was itself mere folly. As if using Lord Moog to gain entrance to the Land of Shadow were not enough, he plans to use his corpse as the vessel of his king consort. He has forsaken Lord Moog's soul. He desires only his empty shell. It beggars belief, but I'm afraid Tentamikala fails to grasp the humiliation implied by this act. One thing is certain. My dear Lord deserved better. Okay. Righteous tarnished. You have my gratitude. You have given me the answers I needed, but I can hardly fathom it. Such folly. Unto the end. I am a warrior, but I've aged. I cannot afford to act hastily. Curse it all. I know my limits. I could spend the rest of my life honing my craft, and still that creature would be out of my blade's reach. The absolute folly of it all. The absolute folly. The absolute. Okay, da kommt nicht mehr viel. Ich finde es ja gut, dass sie so viel sagen, aber für mich ist das immer so ein. Ja, gut, man hat jetzt eingesehen, dass da Dinge vor sich gehen, die nicht so sein sollten. Dass der gütige Mikella am Ende ja doch gar nicht so. Wer hätte das kommen sehen? Gut, dass ich das hab kommen sehen. Boah, da ist er wieder. Ich. Nee, da bin ich ehrlich, der ist nervig. Ja. Der macht ja auch noch so verdammt viel Damage, Mann. Ciao. Jetzt hat er den Ultra-Gegenstand des Todes fallen gelassen. Hoffentlich nicht. Okay. So, da hätte ich ja dann wieder hochgekommen. Hä, hätte ich ja gar nicht springen brauchen. Ich hätte einfach runterlaufen können. Nein! Dumm! Okay. Achtung, hoher Punkt. Jetzt machen wir einen Punkt. Nacheinander besiegen, vorausbenötigt. Umso mehr. Achtung, hoch. Ah. Achtung, hoch! Rotflashspitz. Achso. Viermal tankt. Messmas Glut. Immer noch kein Kopf. Okay. Aber. Jo, jetzt kam er auch zu Ohren. Kann es aber sein, dass ich das irgendwo aufgeschnappt habe oder gelesen habe. Das ist ja der Löwenkopf hier, also der Helm von dem. Also die. Ja, den Helm kann man nicht sagen. Also den. Den Kopfschmuck. Oh. Den man hier von dem. Tanzende Löwen bekommt. König der Tanzende Löwen. So, den, der gibt da mehr negative Boni. Also Mali. Jo, wer schmeißt denn damit Gegenständen? Was war denn das? Ah, nervig. Man ihn damit unterbrechen kann, aber nervig sind die trotzdem. Geil, dass du noch so noch einer, der nervig ist. Ja, warten Sie. Warten Sie. Ich muss gegen nerven. Ja, easy, so. Okay. Feuerriter. Feuerriter, Das Gegenteil von dem Sommerriter. Der Feuerriter, ey. Gott. Ah. Lügner voraus. Ja, das ist eh nichts. Ja, so ein Feuerriter hier, ne, zerstören. Mein Hobby ist, Dinge anzugucken. Oh,
Okay. Ich bin immer gespannt, ob es hier irgendwie so eine Art Hebel gibt. Wenn man dann unten die Tür da aufmachen kann. Wir werden es nie erfahren. Vision hiervon, Heilung, umso mehr Preise in Nachricht. Okay, er dreht sich. Selber eine Feder, irgendwas. Fuß, ciao. Nein, nein. Ja, das wird bestimmt keiner gehört haben. Hä? Kein Springen voraus. Okay. Will I ever make sense of this jumble? Ach, das ist eine Sie? Sind das alles Sies? Genderneutral, ne? Die nervigen Personen. Aua! Ey! Okay, es ist eine Sie. Aber es ist der Gegner. Aber die Gegnerin. Ja, scheiß drauf. Ist kein Genderkurs. Ja, genau. Muss mal sterben. Das ist ein bisschen komisch, wenn man einen Gegner hat, der. Also einer von den Randoms, die einfach mal so irgendwas sagen. Ja! Trink! Au! Boah! Ja! Muss ja nicht gleich die über die Wände gehen. Wie kann man nur so nervig sein? Nee! Das ist jemand anderes! Ach, ich dachte, das wäre sie! Er! Es! Divers! Männlich, weiblich, nervig, so. Aua. Also für. für S. Feuerritterhelm. Feuerritter. Ja, als ob ich das aufsetze. So. Geisterkalkulus. Was kann man damit machen? Frage von Kumpel. Material zur Herstellung von Objekten. Bei der Jagd auf gehörnte Bestien in uralten Ruinen von Rao zu finden. Das stimmt überhaupt nicht. Okay, irgendwo habe ich jetzt hier jemanden reden hören. Das war nicht hinter dem Regal. Ich kenne mich aus mit Regalen. By my lord. Hä? Will I ever make sense of this jumble? Okay, entweder über mir, unter mir oder irgendwo anders. Perfekt lokalisiert. Achso, dann wahrscheinlich über mir. Geil, alle sind hier am Lesen. Lesen Sie leiser! Ma! Ben könnte ja auch irgendwas nehmen gegen Feuerresistenz, aber nein, da ist schon wieder einer! Und ich häng fest. Geil, und der Takt ist genau so, dass. Er mich trifft. Jetzt trifft er mich wieder. Boah, ich kotze gleich. Ich hasse diese. Ist einfach nerviger als jeder Endgegner, ey. Ich kann jetzt nicht falsch sagen. Ich wollte jetzt was sagen. Okay, dann mache ich ja Bell noch ein paar Mal lieber, aber das. Jetzt habe ich da noch meinen. Das sind arsch viele Runen. Und dafür, dass ich einfach durchlaufe, wenn ich kann. Ciao. Weil die können. Die haben tatsächlich das Potenzial, mich umzubringen, weil ich gegen die einfach nicht kämpfen kann. Sag ich doch. Alter. Trink doch! Ha, gegengetrunken. Au. Alter. Jetzt kommt der noch. Er ist immer noch hier. Achso, die sind da. Junge, ey. Die wollen mich echt leiden sehen gerade. Ah, die wissen das. Das Spiel weiß das.
Spiel weiß das. Ah, gar nicht drauf eingehen. So, jetzt aber. Ja. Er weicht einfach aus. Mach doch gleich wie ich. Na, ciao. Boah. Fürchterlich. Sammlung voller Drecksäcke. Nein, das ist der nächste. Ausweichen. Lauf. Es geht hier um Ruhen. Nee, da gehe ich jetzt kein Risiko ein. Ja, wo war das denn? Shit. Ich weiß nicht mehr, wo meine Ruhen sind. Da. Nimm doch die Ruhen! Nee. Easy. Oh, ja, genau. Tornado. Jetzt reicht's. Nee, das reicht nicht. Ah. Der nudelt mich hier aus dem Bild. Das sind die nächsten. Hören Sie doch auf. Nein. Ah, was habe ich denn getan? Oh. Nein, und da steht der nächste. Okay. Ah, nee. Sind einfach überall. Ah, meine Ruhe. Okay, das ist echt schlimm. Ich weiß nicht, ich glaube, es beruht auf Gegenseitigkeit. Ich mag die nicht und die mögen mich nicht. Aber ich glaube, ich mag die ein bisschen weniger nicht. Ich will mich da nicht runterrollen. Das kann sehr gut passieren. Na, komm her. Komm her, Captain, nervig. Kommen Sie jetzt her. Oh, dann folgt der Aufforderung. Die sind krass. Die dann auch noch ausweichen. So, jetzt aber. Einfach drauf. Keine Gnade. Keine Gnade und Leben. Ja, sie wissen, was sie tun. Die wissen, was sie tun. Der eine auf jeden Fall. Der ist irgendwie aus Prinzip gestorben. Okay. Ah, Mann. Hey, Moment. Ja, ciao. So, jetzt gehe ich hier gar kein Risiko ein. Die ich noch zurückkriegen kann. Ja, vielen Dank. Boah, die sehen mich auch immer. Die haben auch irgendwie Augen im Hinterkopf. In der Hinterkapuze. Lass mich doch vorbei, ich hab auch Ruhen. Ruhen! Ciao. Taktischer Rückzug. War das hier oben? Nein, die waren da oben nicht, ne? Doch. Doch, die waren noch hier. Da sind sie. Alle oben. Ja, gar kein Problem. Mich hier an allen fürchterlich rächen.
Verdient haben sie es. Viel zu viele Runen, viel zu viele Runen. Oh, Mesmers Glut. Schadenreich Rune. Oh, da ist der Hebel. Das ist genau der Hebel, den ich gesucht habe. Mal sehen. Oh ne, das ist nicht der Hebel, den ich gesucht habe, aber irgendwas hat sich bewegt. Ja, da kommt einfach der zweite. Jetzt muss ich schnell sein. Ah, die tötet mich eh. Was ist das für eine Einstellung? Au! Kommt die mit? Ja, natürlich kommen die mit. Als ob die mich einfach so hinkommen lassen. Ah, die nehme ich einfach komplett auseinander. Jo. Boah. Solange ich ausweichen kann, bin ich nicht tot. Lebe! Nicht der Verletzte kommen. Nein, natürlich nicht. Wo ist er denn? Wo ist der? Hä? Oh. Da ist er wieder. Wahrscheinlich ist alles richtig gut gegen die, außer so. Außer. Zwei Waffen. Ah, ist der andere. Nein, er ist nicht tot. Ah. Boah. Ist das schlimm. Mehr am Schwitzen als bei so manchem Endgegner. Gerne noch bis zur nächsten Gnade zocken, wo das auch immer sein. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. So ein Jumbo. Gut, auf den Schock brauche ich jetzt erstmal eine Pause. Ich habe Erholungsreserve. So, dann sage ich das, was ich immer sage. Hütet euch vor Büchern. Und ja. Dann bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe nicht, dass ich an diese Papyrusrolle da oben mal müsste. Jo, reingehauen.